In der Apotheke hieß es diesen Winter öfters: Entschuldigung, dieses Medikament haben wir im Moment nicht. Zum Beispiel Fiebersirup für Kinder. Auch manche Antibiotika sind nicht erhältlich. Rund 1000 verschiedene Medikamente fehlen in der Schweiz. Aber warum? Ein Grund ist die große Nachfrage. Diesen Winter waren besonders viele Menschen krank und brauchten Medikamente. Manchmal fehlen auch einzelne Rohstoffe eines Medikaments. Nennen wir sie Zutaten. Denn ähnlich wie zum Beispiel ein Kuchen besteht auch ein Medikament aus verschiedenen Zutaten. Eine wichtige Zutat eines Medikaments ist der Wirkstoff. Der hilft deinem Körper beim Gesundwerden. Viele dieser Wirkstoffe werden in China hergestellt. Dort konnten die Fabriken wegen der Corona-Pandemie wochenlang nicht produzieren oder die fertigen Wirkstoffe konnten nicht weiter transportiert werden. Eine weitere Zutat sind die Bindemittel. Diese verbinden die Wirkstoffe in einer Tablette oder in einem Saft. Dann braucht es auch Papier für die Beipackzettel oder Karton für die Verpackung. Auch diese Rohstoffe fehlen manchmal. Und auch die Preise der Medikamente spielen eine Rolle. Manche Medikamente sind teuer in der Herstellung, können aber von den Firmen nur mit wenig Gewinn verkauft werden. Darum produzieren sie lieber andere Medikamente, an denen sie mehr verdienen. Dass manche Medikamente knapp werden, ist nicht neu. Expertinnen und Experten sollen nun Vorschläge machen, was man tun könnte, damit es in der Apotheke nicht mehr heißt: Entschuldigung, dieses Medikament haben wir im Moment nicht.